So, der Kolossus steht an, das lange Straßenrennen. Meinst du, da steht noch ein Haus? Das sieht so verdächtig aus, ich muss da mal kurz hin. Ich suche immer noch dieses Dreckshaus. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Womit ich die Schnellreise auf jeden beliebigen Punkt freischalte. Bla bla bla, hat man schon die ganze Zeit. Ihr wisst es doch! Warum ist denn das jetzt dunkel? Was soll das denn jetzt hier? In Horizon wird es nicht dunkel. Ja, nee, ist klar. Warum lotst mich das scheiß Navi eigentlich hier lang? Hier ist kein Weg. Jedenfalls kein offizieller. Ah, da ist Schnellreisedingens. So, 415. Es fehlen immer noch über 4, 115. Das ist ordentlich. Aber das ist auch leider kein Haus, was man sich kaufen könnte. Wo könnte noch ein Haus versteckt sein? Theoretisch überall. Ach, das kostet auch 1,5 Millionen. Ach, ja. Aktiver Vorteil. Sowas müsste dann eigentlich dabei stehen, weil hier steht gar nichts dabei. Und auch hier hinten, das habe ich ja auch, steht auch nichts dabei. Und das gleiche gilt für das Haus hier oben. Steht auch nichts dabei. Also haben die nicht alle irgendwelche Bonus-Dinger. Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung. Wir fahren jetzt hier zum Kolossus. Warum? Ich will nicht hier um die durch die Pampa fahren. Nicht mit dem Auto. Also schnell ist der Wagen gar nicht, ne? Ist halt normaler M5 mit ein bisschen, mit minimalstem Tuning, ne? Sollte man jetzt auch nicht so viel erwarten eigentlich. Aber wenn man die ganze Zeit so andere Autos fährt, und Ford Mustang ist halt schon ein bisschen schneller, oder er kommt mir zumindest schneller vor. Da ist erstmal ein Querfeld einrennen. Dahinter müsste das eigentlich sein. Jawohl, dahinter ist es auch nicht. Das ist ein anderes Straßenrennen. Wobei, das ist das, oder? Ne, dahinter. Solo, der Kolossus. Mit dem M3. Nee, das Ding enttäuscht mich jetzt. Mal sehen, wie lange das Ding ist. Also, die Rennstrecke. Also, die Strecke. Also Ausbeschleunigung aus der Kurve können die alle nicht.
Danke, dass du mich blockiert hast, du Penner. Boah, die Linie kam aber mega spät, die rote. War ein bisschen unfair jetzt. Wird trotzdem in die Wand gedrängt. Oh, die ziehen da weg. Mano. Oh, jetzt kommt wieder so eine scheiß enge Kurve. Ich hasse das. Kann es so schwer sein, immer so ein paar Leutchen zu überholen, oder? Boah, was macht der Penner denn da? Warum lenkt denn der so dumm ein? Schau einfach links zu lenken. Oh. Ja. Weil ich bin schon ganz rechts rüber gefahren. Hätte er eigentlich machen können, aber naja. Und die da vorne haben sich ja schon einen guten Vorsprung rausgefahren. Da muss ich jetzt irgendwie aufholen. Ich hoffe, das klappt. Einfach mal gut fahren. Oh, die kommen schon näher. Schon sehr schnell her. Ja, die Audis sind ein bisschen schneller auf der Geraden. Aber das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. So.
Wo sind wir denn hier? Wir müssten eigentlich im Norden irgendwo sein, ne? In London. Ach. In Edinburgh, oder wie das heißt. Edinburgh. Die Edinburgh! Auf der Burg gibt's Eddings! Eddings for free! Das ist die Startziellinie, jawohl! Damit ist der Kolossus gewonnen. So lange war der dran. 6 Minuten, das ist jetzt. Wow. Ist okay. So, und wenn das nicht Kohle gibt, rast dich hier aus. Ich schreibe mir schon den Folgennamen auf. Das war unglaublich. Rebecca hätte auf dem ganzen Festival keinen besseren Straßenrennfahrer finden können. Also sag mal, wie fühlt es sich an, Horizons neuer Straßenrenn-Champion zu sein? Mega geil. Oha, 34.000, naja, damit kann ich mir auch keinen Gespensterschloss leisten. Das ist doch alles Bullshit. Jawohl, 76. Was kriege ich dafür? Eine Marzipankugel oder sowas? Nee, gar nichts. Aber auch abwarten. Jawohl, 30.000. Das heißt, 60.000 habe ich jetzt gewonnen. Nice. So, Straßen. Big King of the Streets oder whatever. Und so weiter. Ich hole mir da vorne mal das Täfelchen ab. Und dann haben wir wieder ein bisschen Spaß hier. Und zwischendurch werde ich dann immer noch eines der letzten übrigen Straßenrennen fahren. Ja, damit wir so ein bisschen Abwechslung reinkriegen. Ich meine, ich habe noch mehr als genug zu tun. Ich will dieses scheiß Haus haben. Hier muss noch, ich schwör's euch, hier muss noch irgendwo so eine Dreckshütte stehen. Die Frage ist halt nur, wo? Zeitbegrenzt Events haben wir auch noch. Ich habe noch jede Menge Blitzer hier. Komm, ich fahre jetzt hier. Ich mach mal hier Kapitel 4. Und irgendwann muss ich die ganzen Wheelspins nochmal einlösen. Da warte ich noch ein bisschen mit. Kann sein, dass ich damit so viel Kohle kriege. Ja, wobei, das glaube ich nicht, dass ich 10 Millionen voll habe, aber... Ja, wer es glaubt, wird selig. Solo, nächste Kapitel. Welche Auto kriegen wir jetzt? Hoffentlich schönes Automobil. Ich hab Durst. Mein nächster Kunde ist Däne. Er hat anscheinend von unseren Abenteuern mit dem schwedischen Königseck gehört. Und die Dänen mögen es nicht so gern, ausgestochen zu werden. Weder beim Fußball, noch auf der Straße. Von daher... Hier ist dein nächster Schlitten. Boah. Du weißt ja jetzt, wie die Sache läuft. Hier sind die Schlüssel. Viel Spaß. Er ist ein Däne, hat er wirklich Däner gesagt? Also Däne, also... Fahr nach Süden aus der Stadt raus. Ich habe dein Navi eingestellt. Weil Däner ist Niederländer. Das ist ein Elektroauto, ey. Du hörst ja ja nichts an der Karre. Motorsound kaputt. Ah, hier höre ich ihn. Perfekt. Muss ich so fahren, aber egal. Kann ich auch. Oh, das war eine kurze Challenge. Da kommt er jetzt noch was, glaube ich. Ne? Eine Flugeinlage kommt noch. Also, was meinst du? Okay. Zentpo oder Königseck? Dänemark oder Schweden? Nein, sag's mir nicht.
und sag's auf keinen Fall dem Kunden. Ruf mich an, wenn der nächste kommen kann, okay? Also der... Königseck. Königseck. Wobei ich nichts gegen Dänemark hab. Dänemark ist cool. Habe ich sehr oft Urlaub gemacht. Aber das hat nichts mit den Autos zu tun, glaube ich, ne? Ist egal. Juhu! Wheelspin! Oh, und das nächste Level gibt schon 50.000. Das ist schön. Ach, den Wheelspin hebe ich mir jetzt wieder auf, ne? Für eine Wheelspin-Special-Folge. Finde ich gut. Komm, machen wir noch ein Kapitel. Ich bin gespannt. Hast du den DB-11 gesehen, den Backführer Doku hergebracht hat? Umwerfend, oder? Naja, ich will ja nicht die Show stehlen. Also habe ich den Gott des Feuers besorgt. Den Aston Martin Vulcan. 820 PS, Strecken- und Straßenzulassung und ein paar gesperrte Straßen für dich. Ah, gesperrte Straße ist immer gut, ja. Die offiziell gesperrten Rennstrecken. Ich will, dass du an diesem Blitzer vorbeiheizt. Verstanden? Los geht's. Ich wollte da eigentlich rüberziehen. Ich bin auf der falschen Seite. Fällt mir gerade so auf. Ist egal. Ideallinie und so. Oh nein! Ich glaube, ich bin ein bisschen nach links abgedriftet. So, alter das ist jetzt ein Brite, alter Brite. Wie viel soll ich denn? 233? Ach. Ich fahre gerade fast doppelt so, doppelt so 100 km mehr, wollte ich sagen. Perfekt. Ja, wow. Wenn der Kunde jetzt kommt und fragt, was wir machen, habe ich fotografische Belege. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mega schwer, diese Challenge ist mega schwer. Ja, also das war knapp. Was denken Sie sich eigentlich dabei? Jawoll, 50.000 und Stufe 77. Die Bottas-Stufe. Und es gibt ein Wheel Shipping. Nein, nein, nein. Ja, danke. Ein 2016er Titan Warrior Concept Nissan. Ein neues Offroad-Wägelchen. Das da drüber wäre mir ein bisschen lieber gewesen, aber das da drunter, der hätte ich gekotzt. So sieht es nämlich aus. Man muss ja auch mal ganz klar sagen, was man denkt, ne? Bei Klamotten brauche ich nicht, aber das habe ich jetzt auch schon zum 12. Mal erwähnt. Was haben wir denn hier oben noch so? Wir haben jede Menge. 1, 2, 3, 5 Blitzer, alles klar. Das heißt auf gut Deutsch. Wir gehen nicht zum Festival, wir gehen meine Autos. Nein, wo war denn jetzt hier nochmal? Ich bin doof. Auto wechseln, da war's. Sortieren nach Klasse, das geht ja auch, ne? So, was haben wir denn hier? Mit den, oh, guck hier, mit dem müsste man sowas auch machen können, ne? Nicht nur mit dem, sondern auch mit dem. Was hat er denn? Geschwindigkeit 9, da tun sie sich gar nichts. Der hat deutlich besseres Handling, alles klar. Der hat aber die deutlich bessere Beschleunigung, der hat einen deutlich besseren Start, der hat eigentlich alles besser. Nein, Bremsen hat der wiederum besser.
Ich probiere trotzdem mal den Lambo aus. Bei dem, da komme ich zu viel quer. Dann mache ich noch ein paar Blitzer. Die Frage ist jetzt nur, wann jetzt? Gleich nachher? In 5 Tagen oder morgen früh? Nächste Folge hört sich ganz gut an, ne? Dann machen wir mal ein paar Blitzer und dann gucken wir mal. Ihr kennt das Spielchen ja schon. Bis zum nächsten Mal hier in Forza. Tschüss.